Hose anziehen. Das musste damals eine Bekannte machen. Schreiben. Eine Ausarbeitung. Wie ziehst du einem kleinen Kind die Jacke an? Und du musstest, oder sie musste jeden einzelnen Schritt, der dafür nötig ist, ganz genau aufschreiben, wie das geht. Ich glaube, ich wäre verrückt geworden. War das so Sozialpädagogen-ausbildungsmäßig oder? Ja, so irgendwas in diese Richtung. Was genau müsste ich sie nochmal erfragen? Aber die habe ich auch schon seit, Gott im Himmel, 10 Jahren nicht mehr gesehen. Das ist damals. Ach, das Zelt. Ich dachte schon fast, jetzt geht es darum, wie zieht man einen Kleinkind die Hose aus, aber ich glaube, das lernt man nur so bei der Religionslehre, ne? jetzt vergesse ich gerade, wie das nochmal hieß. Ich komme gerade echt nicht drauf, wie hieß es nochmal, wenn man Religion studiert? Alter, das ist doch ein ganz bekannter Begriff. Da ist noch ein Safe. Alter Falter. Gute Frage, nächste Frage. Ich komme gerade echt nicht drauf, das ist eigentlich... Kleriker, Priester, Bischof. Nee, das ist ja das, was man. Ich studiere Kleriker. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Ich studiere Jesus. So. Theologie, ach, jetzt hab ich's, Menschenskind. Ich muss es tun. Sorry. Kabulator da. Hey. Nee, dann hätte ich kein Verständnis mehr. Ich auch nicht. Dann müsste ich dich töten. Echt jetzt? Cool, man kriegt nicht mal wenig Scrap Iron, wenn man das Gebäude zerschlägt, wo das Gefängnis drin ist. Okay. Weil das ja auch aus Eisen ist, und wenn man diese Eisenschranke zerschlägt, kriegt man auch Eisen raus. Das ist cool. Ich weiß nicht. So. Nächster, das ist schon der 4. Gunsafe, den ich hier in der Stadt aufmache. Was? Ja. Was siehst du mal, was du verpasst, wenn du immer stirbst? Ich sammle hier die ganzen Benzinfässer ein, damit wir Benzin haben für den Drill. Ich wollte schon sagen, damit wir Benzin für unser Auto haben, das wir hier im Spiel extra geholt haben. Ein Helikopter. Ah, aber jetzt habe ich auch einen Safe gefunden. Oh, ich muss noch die Hose anziehen. Wo habe ich denn die Hose? Hab ich die Mensch, Gavu, hör doch auf, ständig nackt durch die Gegend zu laufen. Oh, ich höre ein Flugzeug. Me too. Okay, eine Menge Munition. Oh, das stürzt jetzt direkt ins Haus rein. Kabulator total. Alter, das war so der Augenblick, an dem ich glaube, es gibt einen Gott in dem Spiel, den ich nur sterben sehen will. Tief durchatmen, tief durchatmen. Auch Otwin hat mal irgendwann eine Phase der Schwäche. Und dann bin ich es, der sagen kann... ja. Ja, spätestens, wenn ich das nächste Mal irgendwo runterfall. Oh nein, du wirst von irgendeinem Zombie brutal getötet. Weißt du, der Zombie wird dich nicht nur töten, er wird Spaß mit deinen Überresten haben. Oh. Du sollst aber wenigstens ein weiblicher Zombie sein. Nein. Definitiv nicht. Bist du da viele nette Sachen? Wow! 15. Okidoki. Nehme ich doch lieber Can of Ham mit. Can of Ham, Ham Cam. Ham Cam. Hamel die Camel D. Ich aktiviere die Ham Cam. So, aktiviere. Hast du ein riesen Stück Schinken auf der Schulter, in dem eine Kamera drin versteckt ist? Ich aktiviere die Ham Cam.
Ja, ich glaube, wir sollten langsam den Nachhausegehen-Modus aktivieren, dass wir so wieder da sind, bevor es schon wieder dunkel ist. Vor alledem, weil es dann eh Zeit ist. Ja. Höchste Zeit für uns, in die Federn zu hüpfen. Weil ich habe gerade so Federn in der Hand und ein Ei. Moment mal, das kommt jetzt komisch rüber. Aber echt. Das ist seltsam, das ist merkwürdig. What? Ach, das hast du schon. Und das hast du schon erforscht. Es sind jeder Handschuhe drin. Die sind bestimmt von dir. Das kann sein. Ich schmeiß das da hier nur raus, dass die Tasche verschwindet. So. Gut, ich mach mich mal auf den Weg zurück. Ja, bin ich auch dabei. Ich habe jetzt doch ziemlich viel dabei. Ich habe jetzt schon fast 2 Stacks Eisen. Oh, er hat schon fast 2 Stacks Eisen. Hört euch das mal an. Fast 2 Stacks Eisen. Gut. 1 Stack und nochmal 30, also 1,5 Stacks etwa. Und dann noch über 1 Stack Aloe für Heilbandagen. Ach, da freut sich aber unser Lager. Ja, mache ich nur für uns. Das heißt, du darfst zumindest eine Bandage abhaben von meinen. Das sind ja unsere Bandagen. Ah ja, das ist sehr schön zu wissen. Das ist sehr schön zu wissen. Wenn ich jetzt die Waffe noch finden würde, wäre das richtig geil. Habu, ich rette dich. Das sind böse Zombies, die dir ans Leder wollen, an deine Lederhose. Ah, ja, ich weiß. Und ich verfehle. Ich habe sie verscheucht. Ich habe mit meinen Duftstoffen die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Ist in Ordnung. Alles okay. Winken und lächeln. Stur winken und lächeln. Dum, 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 dum. Wobei hier in der Wüste gibt es auch eine Tankstelle, wo der Drill gut spawnt. Ja. Damit, das macht halt vor allem die Umbauarbeiten bei unserem Haus sehr viel leichter, so ein Duell, wenn wir einen hätten. Ja, am besten 2 gleich, ne? Und es wäre das alles Schönste, wenn wir so einen richtig schönen Datenduell haben, wenn gerade eine Zombie-Horde nachts kommt. Wir drillen so richtig schön und dann drehen wir uns um. Und dann stehen so am besten 3-4 Wellen so in der Mine drinnen. Ja. Wir wollten nur warten, bis ihr fertig seid. Gerade für die Mine brauchen wir den Duell, stimmt. Dass wir mal die Steine bekommen für. Das ist halt irgendwie blöd, dass man diese Cobblestones nur aus Steinen machen kann, die unter der Erde sind und nicht aus den normalen Steinen. Das ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich glaub's fast nicht. Weil dann zwingt einen das Spiel, wenn man wirklich so diese Cobblestones machen will, dass man wirklich unter die Erde geht. Normalerweise, es wäre schon cool, wenn das bei den Steinen mit dabei wäre, die man hier überirdisch farmt. Ah, schon. Irgendwo, ne? Da könntest du recht haben. Meine Informanten sagen mir über Funk, du könntest recht haben. Hier spricht Alpha. Sie können dem Ziel vertrauen. Ich wiederhole, sie können dem Ziel vertrauen. Wenn sie es wollen. Sie können ihn aber auch umbringen. Diese Zombies. Einfach nur schlimm. Einfach nur schlimm. Ja. Einfach nervig, wie sie uns hinterherlaufen. Ach. Die dürfen dich gerne mal ein bisschen mit dir ein bisschen spielen. Hm. Ich habe gehört, die spielen am liebsten Ringelpiez mit Anfassen mit so kleinen Frischlingen. Hm. Ach ja. Die Zombies kommen, dann muss ich schnell die Beine in die Hand nehmen, bevor die es machen. Nee. Zu Hause will ich beenden. Aber cool, hast du dir so einen Eisenhelm aufgesetzt? Ja. Schaust jetzt aus wie so ein Wehrmachtssoldat. Stimmt, ich habe ja ganz vergessen, das war die offizielle Hymne der Wehrmacht. Ah. Ja. Das wäre so episch. Das wäre die epischste Hymne der Welt. Man müsste echt einen Start aufmachen und dann Imperial March als Nationalhymne machen. Schon allein, damit es bei der Fußball-WM abgespielt wird. Am Anfang.
Oh Mann, das ist cool. Und die ganzen Spieler sehen aus wie Stormtrooper. Ja, genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja. Der hat mich gefoult. Naja. Wollen sie den wirklich jetzt des Foulens bezichtigen? Ich meine, sein Trainer ist Darth Vader, der bringt sie gerade um. Schwierig. Nächster. Ich habe gar Oder nicht steigt zum Spieler Kopfball mehr. hoch. Warte mal, er kommt gar nicht mehr runter. Also ist sein Bürgergriff drin. Ja. Das ist dann die einzigste Mannschaft, die mit nur einem Mann gespielt und trotzdem gewinnt, ne? Das mit dem Torwart. Ja. Ja, er schießt den Ball einfach mit der Macht ins Tor. Und jeder, der sich so in den Weg stellt, er weiß ja, kann ja dann diesen Blitz machen, so. Bzzz, dann sind die alle schön betäubt, so. Bäh. Ach, herrlich, ja, so läuft das. So läuft das. So. Wie weit noch? Dauert noch ein paar Meter. Ist es noch weit? Wir haben Hunger, wir haben Durst, wir müssen aufs Klo. Oh Mann. Ich könnte Oh, jetzt jetzt holt sagen, er den dass wir Hammer von raus. der... Ich könnte jetzt sagen, dass wir von der richtigen Seite reinkommen. Dass es jetzt vielleicht gleich Buh macht. Deswegen laufe ich hinter ihm her. Hi Otwin, wie geht's denn dir? Am besten, ich laufe jetzt bloß noch gebückt durch die Gegend. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du hinter mir läufst. Ich meine, dass ich die Minen schneller entdecke. Wenn welche da sind. Ah ja. Das Problem ist ja, man sieht es ja nicht mal in den Aufnahmen, weil du die, glaube ich, ja genau dort gelegt hast, bei der Aufnahme, die gecrashed ist, oder? Ich glaube, die habe ich sogar noch in die... Ja, nee, genau, da habe ich sie gelegt. Genau. Ich war jetzt gerade am Überlegen, ob ich die schon vorher gelegt habe, so als nettes Gimmick. Glaube fast nicht. Computer sagt nein. Langsam und geduldig pirscht er sich heran. Hier liegen keine Minen. Ja, jetzt liegen hier Minen. Hä? Ja, ich dachte, du hättest gerade eine gelegt. Ja, da liegt eine. Wow, die ist aber echt gut versteckt gewesen. Black Gomeo. Da muss man wirklich ganz gut durchsuchen. Du hast die genau so hingesetzt, dass man da wirklich echt, dass man die echt mit dem Boden verwechselt, ey. Ich bin halt ein sehr liebenswerter und sehr netter Mensch. Aber natürlich. Onkidonki. Da So, ich leider mehr jetzt. Metall, mehr Metal. Wir haben gar keine Kohle, oder? Ne, leider nicht mehr. Verflucht. Ah, ja, Ja, das gut. nächste Mal werden wir Steine farmen und sonstiges Zeug mal wieder organisieren, denke Ich habe eine ich. Menge Zeug für den Kühlschrank bei. Da kann auch eine Menge Zeug rein. Da komme ich jetzt nicht ran. Egal. Federn habe ich, Antibiotikum, Mittel, Verkochzeugs habe ich, Stoff. So, Jetzt kommt dann man da das Zeug, rein. das Zeug, das Zeug. Frames habe ich noch ein paar gekriegt. Echt? Läuft das Spiel jetzt stabiler? Ach, Also, ihr müsst es mir echt mal wir müssen uns sagen. echt mal so angewöhnen, so wie hier hin zu lachen. Oh Mann. Ja, das würde noch am besten dazu passen. Da stimme ich dir zu. So. Oh Gott, die Cinderblocks, bis ich die wieder verarbeitet habe. Naja, hast Sehe ich nicht dann so was aus zu wie tun. Cinderella? Ja. Haben wir irgendwo noch Sticks? Boah Gott, ne, okay. Also über Pfeile, Versorgung, brauchen wir uns nicht so schnell Sorgen zu machen, so viele Federn, wie wir haben. Ja, Fehlt bloß da noch, dass man haben wir. Selbstschussanlagen aufstellen kann mit allen möglichen Waffen. Dann machen wir uns solche großen Armbrüste, die sich nie von selbst feuern.
Da haben wir in der Tat einiges an Spielraum. Ach, das noch da hinten rein. So. Ja, da ist noch keine Küche da, sonst hätten wir noch einiges an Spülraum. So ein kleines Shakespeare dann. Trocknest du eben mal ab, ich mach mal eben noch so ein Hörspül. Oh Mann, ey. Okay, wir sind am Boden der Niveaulosigkeit angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye-bye.